Ich darf jetzt den letzten Vortrag dieses Updates des Webinars ankündigen. Das ist der Oberst Dr. Johannes Steinbacher. Er hat die Ausbildung im AKH Wien gemacht und auch im WSB, Wilhelminenspital. Er ist ein langjähriger Mitstreiter, den kenne ich jetzt seit gut 8 Jahren und hat mit mir dann hier die plastische Chirurgie 2017 mitgemacht, mitgestaltet, und er wird in der späteren Folge sich spezialisieren auf die Handchirurgie und wird einen Überblicksvortrag halten, was wir im göttlichen Heiland anbieten können, in der Zukunft anbieten. Vielen Dank, Hannes, für deine Zeit, und wir freuen uns auf den Vortrag. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Bei mir geht es heute Abend um die Handchirurgie, das wurde eh schon gesagt, und da möchte ich einen kleinen Überblick über die gängigsten Eingriffe geben. Mein Name ist Johannes Steinbacher und ich werde mit der Unterstützung von Frau Dr. Oka-Balkowitz und von Professor Zu hier im Haus die Handchirurgie bespielen. Eine telefonische Terminvereinbarung ist immer werktags zwischen 13 und 15 Uhr unter der Durchwahl 6200 möglich. Das bringt mich gleich zum ersten Krankheitsbild, beziehungsweise ist es in gewisser Weise auch ein Symptom, nämlich der springende Finger. Die Ursache dafür ist zumeist eine Überlastung der Beugesehne. Dadurch kommt es dann, wie der lateinische Name, die Tendovaginitis tenosans sagt, zu so einer Sehnenscheidenentzündung mit einer einengenden, einer sinusierenden Komponente. Genau genommen kann die Sehne nicht mehr über das A1-Ringband drüber gleiten, was dann konsekutiv dazu führt, dass es zu einer Auftreibung kommt und dass dann in weiterer Folge immer schlechter möglich wird. Klinisch findet sich ein Druckschmerz über dem A1-Ringband, und auch namensgebend für die Erkrankung des springenden Fingers bzw. Schnappfingers ist der Patient dann in weiterem Verlauf gezwungen, die andere Hand zur Hilfe zu nehmen, weil der Finger hängen bleibt, um dann den Finger vollends strecken zu können. Und dabei kommt es zu diesem klassischen Schnappphänomen. Therapeutisch kann im Anfangsstadium eine Massage helfen, beziehungsweise auch Cortisoninjektionen in die Sehnenscheide, wenn diese konservativen Therapiemaßnahmen fehlschlagen. Besteht die operative Therapie in einer Durchtrennung des A1-Ringbandes, sodass die Sehne dann wieder freigleiten kann. Namensähnlich ist die Tendovaginitis tenosans de Cravat. Hier ist die Ursache ebenfalls eine Sehnenscheidenentzündung auf Basis eines verengten ersten Strecksehnenfaches. In dem gleiten normalerweise die Sehnen des Musculus abductor pollicis longus sowie des extensor pollicis brevis. Und die Ursachen dafür sind zumeist Überbelastung, und es kommt dann zu einem Druckschmerz über dem ersten Strecksehnenfach. Klinisch findet sich ein positiver Finkelstein-Test. Dabei bittet der Untersucher den Patienten, eine Faust zu machen, und führt dann eine Ulnarabduktion im Handgelenk durch, wobei es typischerweise zu Schmerzen im betroffenen Bereich kommt. Die Therapie besteht zunächst einmal in einer Ruhigstellung bzw. in entzündungshemmenden Medikamenten. Hilft es nicht, kann das erste Strecksehnenfach operativ gespalten werden und somit ebenfalls eine Besserung erreicht werden. Eines der wohl bekanntesten Krankheitsbilder in der Handchirurgie ist das Karpaltunnelsyndrom. Hier kommt es meist idiopathisch zu einer Kompression des Mittelhandnerven, des Nervus medianus, im Karpalkanal. Es zeigt sich klinisch ein taubes Gefühl der ersten drei Finger bzw. des vierten Fingers radial. Die Patienten berichten oft von Nachtschmerzen, dass sie in der Nacht aufwachen, Schmerzen im Unterarm haben, dann die Hand durchbewegen müssen oder ausschütteln müssen, um diese Schmerzen wieder loszuwerden. Besteht das Krankheitsbild länger, kommt es auch zu einer Atrophie der Daumenballenmuskulatur. Und in der operativen Diagnostik findet sich eine verlängerte Überleitungszeit im NLG. Im Vergleich zur Gegenseite bzw. auch im Ultraschall kommt es zu so einer klassischen sandow-förmigen Kompression des Nerven.
Therapie, vor allem um dem Nachtschmerz entgegenzuwirken, besteht konservativ in einer Nachtlagungsschiene, die die Hand in einer möglichst einer Normalposition halten soll, um hier eben durch eine Extension oder Flexion bedingte Kompression des Nerven möglichst zu vermeiden. Auch entzündungshemmende Medikamente können eingesetzt werden. Chirurgisch besteht die Therapie in der offenen Spaltung des Skalpaldaches, in der Durchtrennung des Retinaculum flexorum, diesem bindegewebigen Band. Der Eingriff kann in lokaler Betäubung durchgeführt werden. Ein weiteres Nervenkompressionssyndrom ist das Kubitaltunnelsyndrom. Die Ursache dafür liegt in einer Kompression des Ellennervs, des Nervus ulnaris, in der Ellenrinne. Daher auch der lateinische Name des Sulcus Nervi Ulnaris Syndroms. Es geht mit einem Taubheitsgefühl des fünften Fingers sowie des vierten Fingers ulnar einher. Im NLG findet sich hier eine verlängerte Überleitungszeit im Vergleich zur Gegenseite. Und auch der Ultraschall kann Aufschluss darüber geben, wo eine Kompression des Nerven stattfindet. So besteht das Ganze schon länger. Kommt zu einer Atrophie der kleinen Fingerballenmuskulatur beziehungsweise der Zwischenfingermuskulatur, was in einem Kraftverlust bei Fingerspreizung resultiert oder dann, wenn es wirklich lange besteht, in der Maximalausprägung der Krallenhand zu tragen kommt. Die Therapie besteht in erster Linie in Schonung und Verhaltensänderung. Wenn ich am Abend im Bett lese und sozusagen ich stütze die Ellbogen so auf, kann es auch bei mir sein, dass ich dann so spüre, wie sozusagen der Kleinfinger ein bisschen einschläft. Da versuche ich immer eine Positionsänderung zu machen, um dem entgegenzuwirken. Operativ kann der Nervus ulnaris direkt in der Ellenrinne dekomprimiert werden. Sollte der Nerv luxieren oder im Falle eines Rezidivs ist unter Umständen auch eine subkutane bzw. submuskuläre Vorverlagerung möglich und auch notwendig. Das Ganglion, im Volksmund oft als Überbein bezeichnet, hat seine Ursache in einer Überbeanspruchung eines Gelenkes und dann kommt es zu einer Ausstülpung der Gelenkskapsel bzw. der Sehnenscheide. Klinisch ist es oft als prallelastische, teilweise auch harte Schwellung tastbar und macht oftmals Schmerzen bei Belastung. Die Diagnosesicherung erfolgt dann immer durch die Sonographie. Die Therapie, wenn sich ein Ganglion spontan ausbildet, bildet sich in vielen Fällen auch spontan durch Schonung wieder zurück. Man kann es gegebenenfalls punktieren, man muss allerdings dazu sagen, dass sich das dann in vielen Fällen einfach wieder füllt, sodass eine operative Entfernung in lokaler Betäubung notwendig wird. Das nächste Krankheitsbild ist die Rhizoidrose, ein Krankheitsbild, von dem Frauen weit häufiger betroffen sind. Dabei handelt es sich um eine Arthrose des Daumensattelgelenkes. Das Daumensattelgelenk befindet sich zwischen dem Ostrapezium, einem Handwurzelknochen und dem ersten Mittelhandknochen. Es ist ein Sattelgelenk, das heißt, es erlaubt einen großen Bewegungsumfang. Der hat aber natürlich auch seinen Preis, nämlich im höheren Verschleiß dieses Gelenkes. Und es kommt dann zu lokalem Druckschmerz bzw. Schwellung. Und speziell die Opposition des Daumens bei alltäglichen Tätigkeiten wie dem Öffnen von Flaschen oder beim Aufsperren von Türen machen hier Schmerzen. Konservativ können wieder Schonung und entzündungshemmende Medikamente in der Anfangsphase eine gewisse Linderung bringen oder auch die Rückstellung des Daumensattelgelenks mit einer Orthese ist möglich. Operativ, vor allem dann in höheren Stadien, empfiehlt sich die Entfernung des großen Vieleckbeines, des Ostrapezium und die Aufhängung des ersten Fingerstrahls mit einer Sehne. Ein Krankheitsbild, von dem in der Regel eher Männer betroffen sind, ist die dypeutransche Kontraktur. Hier kommt es zu einer knotigen Verdickung und Schrumpfung des Bindegewebes der Sehnenplatte in der Hohlhand. Deshalb wird es auch palmare Fibromatose genannt. Klinisch finden sich hier Knoten und Stränge an der Innenfläche der Hand.
die oftmals mit einer zunehmenden Beugekontraktur und Funktionseinschränkungen einhergehen. Am Anfang kann dem Ganzen, also dieser zunehmenden Kontraktur, noch mit einer Nachtlagerungsschiene entgegengewirkt werden. Bis vor kurzem war es auch möglich, durch Injektion einer Kollagenase direkt in den Strang, sprich einer Substanz, die da diese Kollagenverbindungen auflöst, den Strang dann am darauffolgenden Tag zu brechen. Laut meiner Information ist dieses Medikament in Europa jetzt nicht mehr verfügbar. Das gibt es leider nur noch in den USA. Somit wird auch hier bei uns der operativen Therapie, die dem Ganzen um nichts nachsteht natürlich, mehr Bedeutung zukommen. Und die sieht die Entfernung des Stranges vor. Der Längenverlust durch die Beugekontraktur muss dann oft durch Zellplastiken bzw. eine Hauttransplantation ausgeglichen werden. Hier nochmal unser Team der Handchirurgie. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank, Hannes, für den Vortrag. Wir hätten hier eine Frage aus dem Auditorium. Bitte. Während die Patienten alle jetzt tagesklinisch behandelt, ambulant behandelt, stationär behandelt, was ist das Prozedere hier im Krankenhaus Göttlicher Heilung? Das kommt ein bisschen auf den Eingriff an. Also ich würde sagen, sozusagen Eingriffe wie der sprengende Finger können wir tagesklinisch machen. Im Fall eines Karpaltunnelsyndroms oder einer Rizatrose oder einer tibiotransischen Kontraktur ist sicher mit einer Übernachtung bzw. einem mehrtägigen Aufenthalt zu rechnen. Abschließend würde ich gerne noch einige Worte sagen und bedanke mich herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Zeit und Teilnahme an diesem Webinar. Wir hoffen Ihnen einen Überblick gegeben zu haben bezüglich der Update der plastischen Chirurgie, was im Krankenhaus Göttlicher Heiland operiert, therapiert und maßgeschneidert für die Patienten vorbereitet wird. Und wir freuen uns, Sie auch mal persönlich bei Gelegenheit kennenlernen zu dürfen. Die Flyers von den Spezialambulanzen werden Ihnen zugeschickt an die Daten, die Sie bei der Registrierung hinterlassen haben. Und wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Noch einmal herzlichen Dank an alle Vortragenden und auch Teilnehmer, die so lange durchgehalten haben. Vielen Dank an die Sponsoren, die uns unterstützt haben, Firma Jutso, Firma Zeiss und Otto Proban. Und danke an die Technik, dass so alles reibungslos funktioniert hat, an Frau Magister Baldorf für die tolle Organisation und an Direktor Ausch, der jetzt auch hier noch im Auditorium mit uns ist und uns unterstützt. Danke vielmals und wir freuen uns, Sie wieder mal Sie kennenzulernen zu dürfen, mal persönlich noch einmal. Und danke nochmals für die Teilnahme und wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.